Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus. Heute geht es weiter in der Europa League, wollte ich gerade sagen, was ist die Champions League gegen den SC Braga. Und ich habe gerade was gesehen, was mich verstört, und zwar ist Kombarov der Top-Torschütze. Bisher, der ist Linksverteidiger bei Spartak, so viel weiß ich. Und ich musste kurz meinen Popschutz richten, tut mir leid. Das ist normalerweise ein Ding der Unmöglichkeit. Ich gucke mir mal kurz mal die Gruppe an, in der die spielen, weil sonst ist das echt, also mal ganz ehrlich, ich meine, wie kann das denn sein? Tabellen, so. Schauen wir uns das Ganze mal an hier. Lade, so, wir sind Gruppe E, das ist in Ordnung. Das interessiert mich aber jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Na komm. Euroleague, nee. Frankfurt ist in der Euroleague, ach du meine Güte. So, Gruppe E, Gruppe F. Okay, Real und Spurs. Okay, Bayern und Roma. Guck mal, wie in Realität. Chelsea und Anderlecht und Zenit und Fener. Ajax vor Barcelona. Dortmund und Sevilla, okay. Juventus und Schalke, okay. Spartak hat vier... Was? In der Gruppe mit Man United und PSG. Haben 3 Punkte. Haben 6 Tore, davon 4 durch Kombarov. Wie geht das denn? Naja. Gut, von mir aus. Egal, das soll uns nicht weiter stören. Wir versuchen weiter heute selber Punkte zu sammeln gegen Braga. Haben unseren Top-Torschützen Ibrahimovic nicht mit dabei. Der ist noch verletzt, aber wir kriegen das auch so hin, hoffe ich. So, eben nachgucken, was im Büro so ansteht. Aha, so, Young Amiba möchte verkauft werden, ja, das wollte ich sowieso anstreben, nicht interessant, nicht interessant, nicht interessant, schade, Scouting Update Nummer 2, nicht interessant, nicht interessant, nicht interessant, nicht interessant und, kann man verpflichten, zumindest hat er ein bisschen Potenzial, 91, das könnte so in den 80ern landen, am Ende, im Endeffekt, dann geht das noch einigermaßen klar, wie sieht sonst so aus, ja, neuen Linksverteidiger haben wir bald, ja, er geht auch noch klar, ne? Wenn er jetzt unbedingt in den Kader will, kommt er halt nicht rein. Er ist vollkommen in Ordnung, er ist auch richtig gut. War nur ein Rechtsverteidiger, er geht auch klar. Und er, ja, mal sehen. Mal sehen. So, Startaufstellung ist die nächste Baustelle, die wir noch haben. Ben Yedder ist nicht so wirklich fit, aber De Jong ist gestiegen, das heißt, er kommt als Belohnung gleich mal rein. Morris nehmen wir mit auf die Bank zumindest, aber für wen? Ach, guck mal, Sané ist auch gestiegen, ja. Es ist übrigens eine lustige Geschichte gestern gewesen in Bremen. Für euch schon ein bisschen länger her, für mich war es gestern. Es war ganz cool, wie Sané zurückbegrüßt wurde im Team. Mit einem unfassbaren Sprech. Ich habe auch auf Facebook gepostet, wenn es so interessiert, schaut da mal vorbei. Heißt Salif Sané überraschenderweise. Ist relativ einfach zu finden. Oxlade-Chamberlain, Lescal. Ich glaube, wir lassen das alles mal so, sonst Cabella kann ruhig nochmal von Anfang an spielen. Reinholz ist gestiegen, sehr schön. Spielt auch von Anfang an, notfallsweise haben wir noch Niang und Ben Yedder auf der Bank. Das passt schon. Gut, mit einem 16-Jährigen in der Champions League ist optimistisch, aber wir schieben das schon hin. Wir kriegen das schon hin oder schaffen das schon. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. 3:2 war das Hinspiel zwischen Braga und Newcastle United ausgegangen. Heute im St. James' Park wollte Newcastle wieder gewinnen gegen den portugiesischen Vertreter in der Champions League Gruppe der Magpies, die momentan auf dem letzten Tabellenplatz bisher ohne einen einzigen Punkt aus den bisherigen 3 Spielen. Newcastle auf Platz 2 nur mit einem Punkt Vorsprung vor dem Hamburger SV mit 2 Punkten Rückstand auf Atletico Madrid. Die könnten heute wettgemacht werden. Allerdings wird das Ganze natürlich nicht unbedingt einfach gegen die Portugiesen, die hier angetreten waren, um zu gewinnen bzw. um ihre letzte Chance zu wahren, irgendwie noch, ja, tatsächlich eventuell die Europa League oder das Achtelfinale der Champions League zu erreichen. Die Choreografie der Fans von Newcastle, der Tunes, war mal wieder atemberaubend. Auf der anderen Seite waren auch einige Fans aus Portugal mitgereist, um hier unter der Woche ihre Mannschaft anzufeuern. Die Startaufstellung der beiden Teams natürlich, naja, unterschied sich wie Tag und Nacht, denn Newcastle deutlich besser besetzt. Begovic, Janmaat, Sané, Laporte und Kurzawa in der Defensive. Sippel dann zusammen mit Geis auf der Doppel-6, Cabella, Ben Arfa, De Jong und Reinholz in der Sturmspitze. Also weder Ben Yedder noch Niang dabei, aber Reinholz und De Jong in der Sturmspitze. Das überraschend. Auf der anderen Seite gab es wenige Überraschungen. Im Vergleich zum letzten Spiel hatte sich nicht so viel verändert. In der Liga momentan auf Platz 3. Golas Baiano, Sasso, Santos und Javan in der Verteidigung. Auf der 6 dann Mauro, davor Tiba und Silva, vorne Pardo, Eder in der Sturmspitze und links Juan Carlos. Also das ist die Aufstellung von Braga. Und wir springen einfach mal rein in die erste Szene der Partie, während wir uns hier den Keeper Asmir Begovic anschauen. Und der wäre fast mal direkt gefordert gewesen nach knapp 15 Minuten. Hier kommt der Ball von Silva auf Eder und der versucht es einfach mal. Der Ball zieht am Tor vorbei.
Allerdings passierte in der Anfangsphase absolut gar nichts. Die größte Chance war diese. Danach gab es nochmal ja, die Inkompetenz von Braga zu bestaunen vor dem Tor von Newcastle. Von Newcastle kam bis zu diesem Zeitpunkt nichts. Sie kam nicht durch gegen die solide Defensive von Braga. Dann allerdings mal Reinholz mit dem Ball auf De Jong und der versucht es einfach mal, wird abgeblockt. Das hast du dann mit Problem nochmal De Jong im Endeffekt geklettert. Das war so der Hallo-Wach-Effekt, der jetzt bei Newcastle kam. Der Ball kommt nochmal auf De Jong und der spielt ihn weiter auf Sippel. Sippel versucht es mit dem Volley und eine wunderbare Parade des Keepers von Braga. Klasse Reflex da, wie er den Ball aus der Ecke rausholt. Allerdings gab es natürlich jetzt auch einen Eckball und da waren viele kopfballstarke Spieler mit am Start bei Newcastle United. Unter anderem natürlich Sippel, aber auch Salif Sané, der wieder mal in der Startelf stand. Cabella bringt die Ecke rein, da ist Ben Arfa, eigentlich als Kopfballungeheuer bekannt, aber Mauro hat da so seine Probleme, den Ball von der Linie zu kratzen, deswegen muss Golas, der Keeper, das wieder machen. Die nächste Ecke wieder von Cabella, rausgeschlagen, da ist Sané, da kommt der Ball zu Sippel, Sippel mit dem Volley und diesmal ist er drin, abgefälscht von Mauro, der wieder am Pfosten stand und der deutsche Sechser, Lennart Ajetay Sippel, macht sein erstes Champions League-Tor für Newcastle United und so die Führung für die Magpies. Bitte auf jeden Fall, dass Mauro den Ball da auf der Linie nicht entscheidend klären kann, vorher die Abwehr von, ja, das war einfach viel zu kurz und dann steht es nun mal 1-0, Golas hier also mit dem verschuldeten 0-1 in der zweiten Halbzeit, ging es genauso weiter mit Fernschussversuchen, diesmal von Sieben de Jong hier, allerdings nicht besonders gefährlich und dann musste natürlich Braga kommen, denn die wollten hier auf jeden Fall schon mal einen Punkt mitnehmen. Juan Carlos mit der Flanke in die Mitte und da ist Eda, der Pfosten muss für Begovic retten und im Gegenzug eventuell die Chance für Newcastle, Guys. Mit dem Ball nach vorne auf De Jong, der weiter auf Reinholz, der kriegt den Ball nicht ganz, kriegt ihn dann doch, will weiter geradeaus gehen und es gibt den Freistoß. Niemand wusste so wirklich, was der Schiedsrichter da gesehen hatte, aber aus der Situation ergab sich dann ein Wechsel. Cabella ging raus, Coman kam rein und das nahm so ein bisschen Zeit von der Uhr. Die fehlte Braga jetzt hinten raus und die versuchten weiter nach vorne zu kommen, allerdings mehr oder weniger unerfolgreich. Das war eine der gefährlichsten Aktionen. Dieser Abwurf von Begovic landete dann wieder beim Gegner, deswegen im Endeffekt die Flanke von Pardo Laporte klärt, Aldo Belli ebenfalls eingewechselt klärt, Morrison kam ebenfalls, brachte Defensive nicht viel. Eder mit dem Schuss und Begovic ist da und hält hier tatsächlich den Sieg fest, denn es war die letzte Szene der Partie. Der Bosnier also der entscheidendste Mann eventuell auf dem Platz bei Newcastle, nachdem Ajetay Sippel ausgewechselt wurde. Morrison feiert nach seiner Einwechslung den Sieg von Newcastle United in der Champions League. Die haben jetzt mittlerweile 8 Punkte und das sieht gut aus fürs Achtelfinale der Champions League für die Magpies. Salif Sané, Salif, Salif Sané, Salif, Salif Sané, Salif, Salif Sané, Salif, Salif Sané, hat das Tor vorbereitet. Das war mehr als knapp am Ende, weil die wirklich Druck gemacht haben. Ach du Scheiße, gegen City, eieiei. Das war mehr als schwierig. Das war wirklich sehr, sehr schwierig, weil die wirklich Druck gemacht haben, wie gesagt, gerade schon. Aber wir haben es geschafft und von daher bin ich sehr, sehr zufrieden mit der Leistung. Pressekonferenz haben wir noch vom Spiel gegen die Citizens. Oh Gott, die haben Götze, ach du Scheiße. Und Touré hat auch 87, ach du Kacke. Hey, ja, 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 wir verunsichern Manchester City. Ich mag Man City, ja, ne, keine Frage, aber das ist kritisch. So, Ibra ist noch angeschlagen, aber er darf zumindest wieder mittrainieren, das ist gut. Das heißt, bald ist er wieder zur Verfügung. Und wir haben das Spiel vor der Nase. Ibra ist einsatzbereit, sagt er. Das heißt, er wird auf der Bank sitzen auf jeden Fall schon mal. Haidara möchte mehr Gehalt. Okay. Spielt er eigentlich? Nee, spielt er nicht. Ah, egal. Oh, guck mal, hier, backt. Geil. Mal wieder. Kann ich irgendwas draufklicken? Nee, nur auf Weiter. Nicht mal auf Weiter kann ich draufklicken. Krass. Dann speichern wir und beenden wir mal eben. Ah ja, hier, Vorführeffekt. Ganz klasse. Normalerweise funktioniert immer alles. Und jetzt natürlich nicht. So. Fortsetzen. Und dann schauen wir mal, wie fit der Ibra wirklich ist. So, erstmal Johannes Geist, der möchte auch neues Gehalt haben. Eieiei, die ist alles Geldgeier, ne? Das gibt's gar nicht. So, Haidara, wo ist er denn? Müsste eigentlich schon relativ weit oben sein. Ne, anscheinend nicht. Geist aber dafür. Wie viel will der denn haben? 70.000, ja, damit kann ich leben. Wenn er dafür ein Jahr verlängert, bin ich damit sehr zufrieden. So, Haidara hat 40.000, möchte 60.000 haben. Ich biete ihm 50.000. Weil der halt bei mir nicht mehr ist als ein Rotationsspieler eigentlich. Aber ich sag ihm mal, er ist, ne, wisst ihr schon. Mal sehen, wie er darauf reagieren wird. Mannschaft absenden können wir machen. Kompany ist rot gesperrt, das ist aber nicht so schlimm. Michy Batshuayi haben wir da beispielsweise. Juri Thielemans, aber ich kann hier keinen voraussetzen eigentlich, weil die alle, guck mal, das ist ein mega starker Kader. Außer defensiv. Aber Björn Engels ist eigentlich ein guter Verteidiger. Ich frage mich, warum der nicht hier so gestiegen ist, wie er eigentlich sollte. De Bock. Ja, geht auch noch klar. Wir lassen das so.
Das passt schon. Und dann gucken wir uns mal, was hier steht. Aktuell ist aus Spanien, haben wir. Aitor. Nie gehört, beobachten wir einfach mal. Ersatztorwart, warum nicht? Und so, okay. Ben Yedda kommt wieder in die Startelf rein. Reinholz hat seinen Job aber gut gemacht. Komar würde ich gerne da lassen. Das heißt, jetzt ist die Frage, wen setze ich denn raus aus dem Kader dann? Sippel spielt weiter. Ja, Geis. Reinholz setze ich mal für ein Spiel raus. Das ist schwierig, weil Komar mir wirklich momentan gut gefällt, aber das ist halt, ne? Ist halt nicht der Stammspieler vor dem Herrn jetzt bei mir, ist nicht gesetzt. Vielleicht präsentieren wir Younger im Beaver mal. Wobei. Sané bleibt erstmal. Ach komm. Wir lassen das einfach so und dann gehen wir in die Partie. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Das Etihad Stadium erwartete Newcastle United und die Magpies waren hier angereist, um gegen die Citizens siegreich von dannen zu ziehen und weiterhin ungeschlagen zu bleiben in der Liga. War das bisher eine absolut phänomenale Leistung. Manchester City, trotz des stärksten Kaders der Liga, momentan nur auf Platz 3 und mit 10 Punkten Rückstand nach 10 Spieltagen auf Newcastle United. Die Tabelle allgemein sehr eng, mit einer Niederlage könnte City weit zurückfallen. Bei Newcastle hätte das absolut keine Bedeutung, denn jetzt schon 8 Punkte Vorsprung vor den Tabellenzweiten. Eine unfassbare Leistung bisher in dieser Saison von den Magpies und das trotz des schwächeren Kaders und des schwächeren Aufgebots. Wenn man sich das Stadion anguckt, das ist schon sehr beeindruckend. Dieses Etihad gefüllt von ganz vielen City-Fans und einigen mitgereisten Toons, die ihre Mannschaft hier von Laporte und Begovic repräsentiert siegen sehen wollte. Auf der anderen Seite ein sehr starker Kader, Hartsan, ja, Denier und Hernandez, zwei junge Innenverteidiger, Denier natürlich da, um die Chancen zu denyen und nicht für schlechte Witze. Kolarov auf der Linksverteidigerposition, Milner und Touré als Sechser, Navas, Nasri, der deutsche Götze und Negredo vorne in der Sturmspitze. Auf der Bank Spieler wie Aguero oder Richards, also man hatte Potenzial da hinten drin und dass man hier mit so einer B-Elf antrat, das war schon ja relativ mutig. Auch bei Lucas United eine sehr starke Elf, Begovic, Jan Mazzane, Laporte, Kurzawa, Sippel und Stindl auf der Doppel-Sechs, Ben Arfa und Cabella vorne, zusammen mit Niang und Ben Yedda, die nachdem De Jong und Reinholz in der Champions League gestürmt hatten, jetzt wieder in der Startelf waren. Zlatan Ibrahimovic ist das erste Mal wieder auf der Bank nach seiner Verletzung. Sollte eventuell zu seinem ersten Kurzeinsatz kommen, je nachdem wie die Partie verlief. Er freute sich auf jeden Fall wieder dabei zu sein, sagte er im Interview später. Ben Arfa, ja, auf den waren so ein bisschen die Augen gerichtet, am ehesten aber noch auf den Bayern Young, denn der bisher trotz ja, vieler Spieler bisher ohne Tor in der Premier League diese Saison, genauso wie Mario Götze, und die beiden wollten das heute ändern. Niang direkt nach dem Anpfiff geht er hier mal los, verliert den Ball und legt dann klug zurück in den Rückraum zu Sippel, aber der Schuss wird abgefälscht und das war die erste Angriffsbemühung von Newcastle, die dahin war. Danach Negredo auf der anderen Seite mit dem klugen Pass auf Navas. Navas legt ab für Götze und der ist drin. 1:0 nach 20 Minuten. Mario Götze mit seinem gerade angesprochenen ersten Tor in der Premier League. Da lässt er sich feiern, denn das war richtig schön gemacht. Keine Chance für die Verteidigung. Wunderbar freigespielt von Negredo und Navas. Die spanische Co-Produktion und Begovic ist dann absolut chancenlos gegen den wuchtigen Schuss von Götze. Auf der anderen Seite versucht auch Newcastle nach vorne zu spielen. Allerdings glücklos. Ben Arfa hier grätscht den Ball fast nur aufs Tor, aber Hart ist dann im letzten Moment dann doch noch dazwischen. Auf der anderen Seite dann wieder mal Mario Götze, ja, in Szene gesetzt von Yaya Touré, kriegt er den Ball mit links, der Schuss, und Begovic fliegt, muss aber nicht ran, denn der Ball geht am Tor vorbei. Das war's aus Halbzeit 1, wenig Spektakuläres, allerdings das, was spektakulär war, das war richtig spektakulär. Navas mit der Torvorlage, Götze mit der Bude, auf der anderen Seite Niang bisher glücklos. Mal sehen, ob das in zweiter Halbzeit besser werden sollte. Zur Halbzeit auf jeden Fall 1:0 für City, also Newcastle an den Rand einer Niederlage gedrängt. Vielleicht war es das ja mit der Siegesserie, aber in der zweiten Halbzeit war es direkt wieder Niang, der hier für ja, Furore sorgte. 48. Minute, er geht in den 16er gegen Hernandez, der junge, unerfahrene Verteidiger, der Schuss und dann abgewehrt von Yaya Touré, der dazwischen rutscht und seine beiden Innenverteidigerkollegen da unterstützt. Aber weiter ging es mit dem Bayern Niang und er kriegte den Ball in die Spitze gespielt und diesmal ist er da vorne und diesmal ist er frei vor Hart und das ist das 1:1, 56. Minute, er hatte darauf hingearbeitet und jetzt war es da, sein erstes Saisontor im Jahr 2016. Wunderbar freigespielt von Wissam Ben Yedda und dann ist der Ball halt drin, weil Hart nicht mehr rechtzeitig hinkommt. Auf der anderen Seite wollte man aber direkt reagieren. Mit Nasri die Flanke von Götze auf den eingewechselten Aguero. Begovic zum ersten kann abwehren und dann ist er nochmal gefragt, denn wieder Aguero und Begovic kann diesmal den Ball festhalten. Nach 67 Minuten bleibt es beim 1:1. Zlatan Ibrahimovic wurde dann eingewechselt zur knapp 80. Minute, aber erstmal kam City in der Schlussphase, verlierte den Ball und dann ist Ben Yedda da mit dem langen Ball nach vorne auf Ibrahimovic, der ist schneller als
als Denier. Der kann ihn nicht denyen, die Chance. Aber er geht am Tor vorbei. Der Ball angestupst von Ibrahimovic. War eine große Chance gegen Hart, gegen den er mal diesen grandiosen Ballrückzieher gemacht hatte. Aber es blieb halt hier beim 1:1. Auf der anderen Seite, Agüero bricht ab die Aktion und fällt dann gegen Janmaat. Es gibt keinen Elfmeter. Und im Gegenzug gibt es die Chance für Coman in die Mitte zu sehen. Ebenfalls eingewechselt. Will flanken, wird abgeblockt von Denier. Allerdings ist die Szene noch nicht geklärt. Der Ball kommt wieder zu Coman. Direkte Flanke, abgewehrt. Aber der Ball kommt zu Stindl. Der auf Ben Yedder. Von Stindl hat man die ganze Partie nichts gesehen. Jetzt vielleicht nochmal der Ball auf Ibrahimovic. Der Schuss versucht, da ist Ben Yedder und Hart mit einer Hand tatsächlich noch dran, aber so oder so wäre es abseits gewesen und das war die letzte Szene der Partie. Newcastle United mit einem 1:1, mit einem Punkt im Etihad Stadium. Im Endeffekt verdient keine Mannschaft, hatte so viel investiert, dass sie im Endeffekt 3 Punkte verdient gehabt. Hätte Newcastle also weiterhin ungeschlagen und durch das Unentschieden, naja, rutscht City ab in der Tabelle auf Platz 6. Bitter für sie, für Newcastle egal, der Tabellenführer heißt weiterhin Magpie. Es mag im Endeffekt nur ein Punkt sein, aber es war ein Punkt gegen den wohl besten Kader der Liga, und zwar gegen den von City. Und wer Agüero einwechseln kann, der muss schon sehr, sehr gut sein. Egal, wir haben den Punkt geholt, dank dem Tor von Young. Ibrahimovic hat sich stark zurückpräsentiert, fand ich gut. Und mal sehen, wie der jetzt wieder in den nächsten Wochen rankommt an die Mannschaft. So, Boyer wie Gerard, 86 Abschluss und 85 Kopfballpräzision. Ist langsam und hat ein 77er Rating, deswegen ist der doch nicht interessant. Aitor, was? 80, okay. Sah auf den ersten Blick krasser aus, als es war, aber schlecht ist er trotzdem nicht. Vielleicht hier einer für einen zweiten Keeper, wer weiß, wer weiß. Und das war's von dieser Episode. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und in der nächsten Episode geht's dann weiter gegen Aston Villa. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein und ciao.